Hallo, liebe Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft. Heute gibt es mal leider kein Let's Play und der Grund ist, dass ich hier am Basteln bin. Und zwar, zum Glück ist heute hier der kleine Arduino Pro Micro angekommen. Machen wir jetzt gerade mal auf. Schauen wir mal, was da rauskommt. So, auf dieses Teil habe ich nämlich gewartet. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wozu habe ich auf dieses Teil gewartet? Ich versuche das hier gerade mal in die Kamera zu halten. Nicht wundern, es sieht ein bisschen staubig aus. Das hier ist mein 800 Grad Lenkrad Eigenbau aus einem alten was ist es denn? Thrustmaster. Ich glaube, es ist ein altes Thrustmaster Lenkrad aus den 90er Jahren noch, schätze ich mal. Und wie ihr seht, habe ich hier das Poti versetzt mit einer Übersetzung vom Zahnrad. Die Zahnräder sind aus irgendeinem alten Scanner oder Drucker oder sowas. Und dadurch habe ich jetzt 800 Grad Lenkeinschlag. Ich habe hier die Schnur dran, um eben den Lenkeinschlag zu begrenzen. Tut mir leid wegen dem Quietschen. Und was jetzt natürlich noch fehlt, ist die Elektronik. Ich habe hier mal so ein Ding, die heißen DigiSpark und sind mit einem ITtiny 85 ausgestattet. Im Prinzip auch was ähnliches wie ein Arduino. Mit dem habe ich das im Moment angeschlossen gehabt am PC. Das Problem ist aber, dass er nur zwei nutzbare analoge Eingänge hat und ich ja meine Pedale auch nutzen möchte und die Pedale haben schon drei Potis. Ich brauche also insgesamt vier analoge Eingänge. Und aus diesem Grund habe ich jetzt wieder den Arduino. Und der muss jetzt da dran. Und ich könnte natürlich jetzt hier die Kabel direkt da dran löten, was aber vielleicht nicht ganz so schön sauber ist. Ich könnte natürlich auch den hier auf so eine Lochrasterplatine drauf machen. Ne? Hier habe ich einen kaputten so drauf. Das wäre dann schon ein bisschen schöner und das dann hier oder hier da festmachen und da dann die Kabel festlöten. Ich möchte hier nämlich auch Stecker drauf machen, dass ich einstecken kann, dass ich die Pedale entfernen kann. Aber ich habe mir gedacht, das ist doch ein wunderbarer Zeitpunkt, um euch mal zu zeigen, wie ich denn meine Platinen selber ätze. Und deswegen werde ich euch in diesem Video jetzt, ja, ich komme endlich zum Punkt, in diesem Video zeigen, wie ich meine Platinen selber ätze, Anfang an, von Anfang an. Ihr seht jetzt gleich in der Zeitrafferaufnahme, wie ich eben die Platine in Fritzing zeichne. Und wie gesagt, das ist nichts Besonderes. Ich könnte die Dinger direkt anlöten oder einfach hier drauf machen. Es sind keine elektronischen Bauteile jetzt drauf. Es ist im Grunde nur eine Platine, auf die dann der Arduino drauf kommt und eben die einzelnen Pins rausgeleitet werden, dass ich hier Stecker festmachen kann. Nichts weiter. Aber ich dachte mir, das eignet sich wunderbar als Beispiel, um das eben zu zeigen. Also viel Spaß mit der kurzen Zeitraffaufnahme und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt nachdem die Platine in Fritzing gezeichnet ist, werde ich das Ganze erstmal ausdrucken und da ist eben besonders wichtig, dass man die richtige Seite und gespiegelt oder nicht gespiegelt ausdruckt, weil das ja nachher verkehrt herum auf die Platine aufgelegt wird. Ich habe jetzt in Fritzing meine Platine schon verkehrt herum, also gespiegelt gezeichnet. Das heißt, ich muss jetzt ungespiegelt ausdrucken, die Unterseite. Wenn ihr aber das Ganze korrekt zeichnet und nicht schon gespiegelt, dann müsst ihr jetzt die Oberseite gespiegelt bzw. die Unterseite gespiegelt ausdrucken, je nachdem, ob ihr Ober- oder Unterseite gezeichnet habt. Jo. Das drucke ich jetzt erst einmal auch ganz normal auf Papier aus. Dann habe ich eine Größenvorstellung. So groß wird es am Ende die Platine. Und dann macht es natürlich auch Sinn, wenn wir uns hier mal unser kleines Bauteil schnappen und das mal hier drauflegen und gucken, ob das so alles passt. Und wie ihr sehen könnt, da kommt dann hier drauf und hier kommen dann die einzelnen Stecker dran. Und eben hier die zwei Löcher, dass ich es auch festschrauben kann. Als nächstes werde ich mir jetzt aus einer Zeitschrift ein kleines Stück Papier ausschneiden in der Größe und das mit Isolierklebeband hier draufkleben und dann das Ganze nochmal durchlaufen lassen und auf das
Zeitschriftenpapier ausdrucken, weil das Zeitschriftenpapier super geeignet ist, um den Ton nachher auf die Platine zu übertragen. So, ich habe jetzt hier so ein kleines Stück aus einer Seite von einem Polyinkatalog draufgeklebt. Dieses Papier vom Polyinkatalog funktioniert hervorragend. Angeblich funktioniert auch der Reichelt-Katalog sehr gut, wenn man andere Videos glauben darf. Habe ich aber noch nicht probiert. Ich habe genug Polyinkataloge und genug Seiten, um damit für Ewigkeiten Platinen zu basteln. Also, das habe ich jetzt hier schön draufgeklebt. Aufpassen natürlich, dass keine Falten entstehen. Und jetzt lege ich das Ganze hier verkehrt rum hier rein. So, sehr schön. Das hat jetzt hier wunderbar drauf gedruckt. Jetzt muss ich das hier nur noch rausschneiden und dann die Platine vorbereiten und dann das Ganze drauf transferieren. Und jo, ich bereite das hier mal vor, muss den Druck wegstellen, muss eine Herdplatte herholen und dann sehen wir uns gleich wieder. Da das Ganze fettfrei sein muss, dass es nachher den Toner wirklich auf die Platine auch überträgt, nicht den Toner mit den Fingern anfassen, weil an den Fingern ist immer ein bisschen Fett und Dreck. So, das legen wir jetzt hier einfach mal zur Seite. Ich könnte jetzt hier noch das hier aufschneiden, weil das kann ich anfassen und als Schablone verwenden, das mache ich meistens. Und dann lege ich das praktisch auf die Platine drauf und zeichne einmal eine Linie drumherum und dann habe ich eine schöne Schablone. So, ich habe mein Platinenstückchen jetzt ausgeschnitten. Ich habe das hier mit einer Blechschere ausgeschnitten, das macht jetzt hier in dem Fall nichts. Wenn wir unsere Schablone drauflegen, dann sehen wir, dass hier an den Kanten die Leiterbahnen nicht so dicht zur Kante gehen. Wenn ich was sehr Feines für den Modellbau mache, dann mache ich das in der Regel mit einem Dremel oder mit einer kleinen Handsäge aussägen, weil ich weiß nicht, ob das in der Kamera erkennbar ist. Ich versuche mal ein bisschen dichter dran zu halten. Die Kanten hier, die werden dann immer so ein bisschen brüchig. Und weil die Blechschere das eben ein bisschen verbiegt, das sieht man jetzt auch hier an dem groben Teil. So, hier haben wir jetzt die Kupferplatine, schön sauber gemacht und unsere ausgedruckte Vorlage und die kommt jetzt da drauf. Man könnte die jetzt auf die heiße Herdplatte legen, dann das hier drauflegen, das würde dann festkleben, aber dass alles schön drauf bleibt und nichts verrutscht, lege ich das immer lieber vorher drauf und klebe es mit einem ganz kleinen Streifen Isolierband fest oder Tesa. Wenn das heiß wird, löst sich das natürlich auf und das hinterlässt einen hässlichen Kleber, der auch nachher von beim Ätzen das Kupfer nicht wegmacht. Das muss man bedenken. Aber das ist mir trotzdem noch lieber, als wenn das ganze Ding verschwindet. So, das klebe ich jetzt einfach mal so hier so hin und dann kann das nicht davon gehen. So, wie ihr seht, habe ich jetzt hier so eine alte Kochplatte. Die schalte ich jetzt mal ein. Nur so weit, dass überhaupt das angeht und wir brauchen überhaupt nicht viel Hitze. Wenn wir zu viel Hitze nehmen, dann schmilzt der Toner total und verläuft und wenn wir es zu extrem machen, dann kann sich das auch richtig in das Kupfer einbrennen oder das Kupfer von der Platine lösen. Das wollen wir alles nicht. Ich habe hier von der Drechselbank vom bisschen rumtesten üben so eine Holzrolle, mit der kann ich das dann da rollen, wenn man das Ganze eben heiß machen muss und dann Druck ausüben. Dadurch funktioniert der Tonentransfer. Ich habe hier auch einen Gangschaltknopf. Hätte es sein sollen, auch gedrechselt, was auch schon rund ist, womit man auch entweder so Druck ausüben kann oder auch so Druck ausüben kann. Das ist ganz wichtig, weil durch den Druck sich das eben dann von dem Papier, durch den Druck und durch die Hitze, also es zieht zur Hitze hin und durch den Druck wird es dann übertragen. Irgendwie so. Das wurde jetzt hier schon heiß, das reicht im Grunde schon fast, denke ich. Ich habe hier neben mir einen Eimer Wasser stehen auf dem Boden mit Spülmittel, warmes Wasser mit Spülmittel, da schmeißen wir das Ganze dann danach rein und dann löst sich das Papier auf. Ich denke mal, das reicht schon, machen wir es gleich wieder aus, legen wir jetzt hier drauf und ihr seht, wenn das heiß wird, dann rollt sich das, deswegen wenn wir jetzt hier das Ganze mal hier so drauf, schön faltenfrei drauf machen, wenn ich hier einmal drüber gehe, dann klebt das hier schon dran. Ich hoffe, das ist jetzt sichtbar, es ist im Moment ein bisschen schwierig, wie die Kamera steht, aber ich will die nicht zu dicht an die Herdplatte machen. Dann klebt es schon drauf, der Toner, der klebt praktisch sofort fest durch die Hitze, aber jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Druck ausüben. Aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrennt dabei.
aufpassen, dass es nicht mehr verrutscht. Deswegen gucken, dass es erst festklebt. Deswegen auch aufpassen, dass man es nicht zu heiß macht, weil wenn es zu heiß ist, dann schmilzt der Toner komplett und das Ganze ist wie in Öl und rutscht durch die Gegend. Da habe ich es auch gleich ausgeschaltet, das ist jetzt schon auf der heißen Seite. Was man auch machen kann, ist mit einer Sprühflasche jetzt ein bisschen Wasser drauf sprühen. Das tut zwar der Herdplatte nicht so gut, aber wenn man eine alte Herdplatte hat und ein Holz oder sowas, dem das nicht nichts ausmacht, dann kann man ein bisschen Wasser drüber sprühen, dann geht das hier noch schneller und löst praktisch gleich das Papier auf währenddessen. Muss aber nicht sein. Ich mache das jetzt hier jedenfalls noch mal ein bisschen mit dem Druck ausüben, obwohl ich denke, dass wir hier schon sehr gut sind. Ich nehme jetzt mal das da hier, obwohl ich mit dem nicht so gern arbeite, weil da bin ich so sehr dicht an der Arbeitsplatte dran. Wichtig sind natürlich hier die Kanten außen entlang, dass man hier die gut macht, dass am Ende wirklich jede kleine Ecke auch ordentlich Druck bekommen hat. Ansonsten haben wir am Ende an den Kanten eben keinen richtigen Tonentransfer. Kann auch nochmal damit ein bisschen hier an die Kanten gehen und die gut runterdrücken. Wie ihr seht, das Isolierband, das schmilzt jetzt und macht eine riesen Sauerei. Ich denke mal, das ist jetzt auch fertig. Besser wird es hoffentlich nicht. Ich schmeiße das jetzt ins kalte Wasser, das ist leider aus dem Bild draußen. So, wie ihr sehen könnt, schon ein paar Sekunden im Wasser und man kann hier wirklich die Leiterbahn durchsehen und das löst sich auf. Das lasse ich jetzt ungefähr 10 Minuten im Wasser liegen und dann kann ich das Papier einfach abziehen. So, das Ganze lag jetzt 10 Minuten im Wasser und jetzt gucken wir mal, ob da was halbwegs Brauchbares rausgekommen ist. Ich bin sehr gespannt. Na, das schaut doch mal gar nicht schlecht aus. Na, das schaut schon ganz gut aus. Wie ihr seht, das geht jetzt hier sehr gut weg. An manchen Stellen wie hier, da klebt es noch ein bisschen, aber da kann man dann mit ein bisschen Wasser und Seife nachhelfen. Also im Großen und Ganzen geht es sehr gut weg. Und dann können wir auch den Rest hier noch sehr schön wegreiben. Betrachten wir das mal aus der Nähe. Allgemein sieht es ganz gut aus. Gucken, dass ich es in die Kamera reinhalte. Hier könnt ihr sehen, dass die Punkte, da fehlt ein kleines bisschen was. Das heißt, dass ich da nicht genug Druck ausgeübt habe. Ich denke mal, dass hier, weil hier das Klebeband war an der Ecke, dass das Klebeband einfach ein bisschen höher war und ich deshalb die Stelle nicht so recht erwischt habe. Hier hat es ja gut geklappt, weil hier das Klebeband ungefähr bis hier ging. Und dann habe ich hier auf das Klebeband gedrückt, aber daneben ist dann eben so eine Mulde. Und da habe ich dann nicht genug gedrückt. Also hätte ich um das Klebeband rum noch mehr Druck aufbauen müssen. Aber ich denke mal, das ist reparabel. Ich könnte jetzt entweder hier mit irgendeinem wasserfesten Edding einen Punkt setzen oder mit normaler Farbe einen Punkt setzen oder CD-Mark oder sowas. Oder einfach so lassen, wie es ist und später mit Lötzinn eine Brücke machen. Aber ich denke mal, ich werde versuchen, da Punkte zu setzen, weil das soll ja nachher ein Stecker hin. Solche. Ich mache eben mal kurz das Ganze hier trocken. Bis gleich. So, muss eben meine Hände mal abtrocknen. Wir haben hier die schönen Dinger, die mit den Arduinos und den anderen elektronischen Bauteilen immer mitkommen. Und die möchte ich eben hier draufsetzen jeweils, wo überall die Steckerpunkte sind, als auch hier. Und am Ende kommen, da sind DuPont-Stecker, nennen die sich, kommen dann da oben drauf. Eben die passenden Gegenstücke dafür. Das ist eine sehr einfache, billige Methode, ohne großartig mit irgendwelchen speziellen Steckern rumzubasteln, um eben etwas aus- und einsteckbar zu machen, weil ich möchte das Ganze so machen, dass es zur Not auch für einen Umbau abbauen kann, wenn ich irgendwas ändern, reparieren oder so will und auch erweitern. Ich habe jetzt hier einige Punkte rausgeführt, so viele Knöpfe habe ich auf dem Lenkrad gar nicht, aber in Zukunft vielleicht. Jedenfalls mache ich da ein paar Punkte rein mit irgendeinem Edding oder sowas und dann geht es ans Ätzen. So, wie ihr seht, so ordentlich schön ist das Ganze nicht geworden. Das liegt einfach daran, dass der Edding viel zu dick ist und hier muss ich vielleicht nochmal drüber, sehe ich gerade, wenn ich in den Fokus von der Kamera gucke. Wenn man zu viel Lack drauf macht, dann kann man einfach abkratzen. So, jetzt halte ich das mal nochmal rein. So schön ist das nicht geworden, das macht aber überhaupt nichts, es funktioniert am Ende trotzdem. Am schönsten finde ich es natürlich, wenn ich die Platine nicht nachbearbeiten muss, das ist immer ganz angenehm und sieht dann auch schön professionell aus.
aber klappt eben nicht immer so. Mit meiner Herdplatte-Methode hat es bisher eigentlich meistens sehr gut funktioniert, aber man muss eben wirklich Geduld haben und eine Weile Druck in alle möglichen Richtungen ausüben mit diesen Rolldingern. Und ich war jetzt hier mit der Kamera ein bisschen ungeduldig, weil ich dann doch irgendwie nicht so lange aufnehmen wollte mit der Kamera neben der Herdplatte. Das habe ich jetzt davon, aber es geht trotzdem. Wie ihr seht, ich habe auch noch das Datum hier unten drauf geschrieben, 7.17. Einfach so zum Spaß. Muss nicht sein. Kann man theoretisch auch irgendwie im Programm schon machen, weiß ich aber nicht so recht wie. Von daher, und weil ich jetzt eh schon den Edding rausgehabt habe, wenn ich nichts nachbearbeiten hätte müssen, hätte ich da nichts drauf geschrieben. So, jetzt geht es jedenfalls ans Ätzen und das werde ich jetzt gleich mal vorbereiten und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt können wir Platinen ätzen. Als erstes natürlich mal Schutzhandschuhe. Und dann werde ich euch gleich erklären, mit was ich die Platinen ätze. Tut mir leid für die sehr merkwürdige Kameraposition hier. Es ist echt schwierig mit dem Ätzmittelaufbau hier die Kamera irgendwo hinzustellen, ohne dass sie allzu sehr in Gefahr gerät. Jo. Einen Moment. So. Machen wir das hier mal vorsichtig auf. Was da drin ist, ist Eisenchlorid. Ferric Chloride. Oder Eisen-3-Chlorid genauer gesagt. Kann man im Internet kaufen. Am besten schon angemixt. Gibt es auch in Pulverform und so weiter. Aber davon habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung und ich bin kein Chemiker oder irgend sowas. Das heißt, guckt, und hier ist alles total staubig, informiert euch vorher, bevor ihr irgendwas sowas macht und nicht nur, wer ich hier mache, auch machen, sondern lest euch dazu ein zu dem Thema, was das für ein Mittel ist und wie man das behandeln soll und so weiter. Meiner Meinung nach ist es eins von den weniger gefährlichen Ätzmitteln, die man kriegen kann. Jo, was wir auch brauchen, sage ich gleich hier. Frisches Wasser, natürlich die Platine und ein Pinsel, die ist ganz praktisch. Und ich lege das hier einfach mal da rein, schon mal, bevor ich weiter erzähle. Meiner Meinung nach eins von den weniger gefährlichen Ätzmitteln, weil es im Grunde für die Haut nicht direkt gefährlich ist, so ohne weiteres, aber Schutzhandschuhe sind natürlich trotzdem wichtig. Was mit dem Teil auf jeden Fall zu beachten ist, es ist unglaublich färbend. Alles, was es berührt, wird gelb und orange. Also ein Spritz auf meine Kleidung geht nie mehr wieder raus, ist orange. Auf meine Finger oder sowas ist für ein paar Tage orange. Hier die Schüssel hier, die ist so orange, das kriegt man nicht mehr rausgewaschen. Kippt man das Ding ins Waschbecken rein, wird das Waschbecken orange. Also nur gut verdünnt, also ins Waschbecken kippen. Nicht ins Waschbecken kippen, auf keinen Fall, ja, weil es auch für die Kanalisation nicht gut ist. Aber wenn ich jetzt hier die Platine rausnehme und hier in das klare Wasser rein tue zum Abwaschen, dann wird das auch ein bisschen orange. Das kann man ins Waschbecken kippen, das ist gut genug verdünnt. Das macht nichts und färbt auch nicht ein. Aber hier, wenn ihr so einen Schlüssel habt, auf jeden Fall, auf keinen Fall ins Waschbecken kippen. Ist natürlich auch wegen dem ganzen Kupfer, das da jetzt drin ist, weil das, die Ätzlösung löst ja das Kupfer von der Platine ab. Absolut schädlich fürs Abwasser und verboten ins Abwasser zu kippen, soweit ich weiß. Also auf keinen Fall macht das nicht. Jo, wenn das Zeug aufgebraucht ist und nicht mehr richtig ätzt, dann füllt das einfach wieder in die Flasche zurück und keine Ahnung, Wertstoffhof, Sondermüllsammlung oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe so eine Literflasche gekauft und das ist immer noch mein erstes Ding hier. Also das hält schon sehr lange. Das kann man dann zur Not auch eine Weile sammeln und gucken, wo man das am besten loskriegt. Jo, das liegt jetzt da drin. Man kann es einfach drin liegen lassen und gar nichts machen, dann dauert es vielleicht 20 Minuten oder 30 Minuten, je nachdem. Man kann es hier auch so ein bisschen hin und her bewegen, sodass praktisch immer frische Flüssigkeit dran kommt. Ich tue jetzt hier mal den Pinsel reinstecken. Aufpassen, der Pinsel wird, das Metall wird angegriffen, also den Pinsel nachher auch sauber machen. Und dann hebe ich das hier so raus. Und wie man sieht, da sammelt sich so ein bisschen Zeug drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Kamera sichtbar ist, ich glaube nicht. Jedenfalls sammelt das sich so ein bisschen das abgelöste Kupfermaterial drauf. Das heißt, selbst durch das Hin und Her bewegen passiert da nicht viel. Wenn man es wirklich schnell haben will, dann kann man da mit dem Pinsel eben nachhelfen. Aber ich mache das immer so, dass ich das erst so 5 oder 10 Minuten drin liegen lasse, bis das Ganze ein bisschen angeätzt ist. Und dann gehe ich mit dem Pinsel drüber und mache die restlichen voll so. Und jo, man kann das dann hier auch ein bisschen so anheben. Das seht ihr jetzt in der Kamera natürlich nicht und dann das sieht man schön, was man macht. So, wenn ich das jetzt hier so anhebe, dann könnt ihr ja sehen, dass hier so eine dunkle Masse drauf ist und ich dann, ich weiß nicht, wie gut das in der Kamera rüberkommt, jedenfalls mit dem Pinsel wegwasche. Das heißt, da wird dann das verbrauchte oder gelöste Kupfer weggewaschen und kommt dann eben direkt frisches Material dran und dadurch geht es schneller. Was ich jetzt aber machen werde, ist erstmal den Pinsel für einen Moment hier auswaschen und wie ihr seht, das wird sofort gelb, nur mit einem kleinen bisschen. Also das ist eine sehr potente Farbe. Das, was ich hier in der Hand habe, das ist nur Staub mit Gelb vermischt, das ist nicht so wild. Ich mache jetzt jedenfalls den Deckel ein bisschen drüber, weil das stinkt auch das Zeug. Sollte man in gut belüfteten Räumen nur machen. Lass das jetzt hier 5 oder 10 Minuten da drin und dann fange ich an mit dem Pinsel zu machen und wir sehen uns dann wieder.
So, es sind jetzt bestimmt 10 Minuten, Viertelstunde vergangen. Jetzt gucken wir einfach mal, wie weit das ist. Normalerweise komme ich dann immer her und mache ein bisschen so alle, was weiß ich, 30 Sekunden oder so. Aber habe ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist sehr gut, dass in der Kamera sichtbar, wie da das dunkle Schlamm hier drauf sitzt. Das ist quasi praktisch das weggeätzte Kupfermaterial. Und das wollen wir jetzt hier erstmal loswerden. Und dann bin ich mal gespannt, wie weit die Platine jetzt schon ist. Ich denke mal, man sieht noch gar nichts jetzt. Also es sieht immer noch so aus, als wäre es lauter Kupfer. Aber es wird bestimmt schon ziemlich dünn. Und wenn ich das jetzt hier mal entsprechend bearbeite mit dem Pinsel, dann denke ich mal, geht das vorhin ziemlich schnell, dass wir das Kupfer komplett weg haben. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Irgendwas hier an dem Metall des Pinsels reagiert mit der Säure. Das ist natürlich besonders blöd. Also hat sich das jetzt erstmal erledigt. Gut, dann hilft nur Geduld. Und ich muss das noch mal eine Weile drin lassen. Na gut. Und dann mache ich einfach immer mal ein bisschen so. Man kann auch bei der allerersten Platine, die ich gemacht habe, habe ich überhaupt gar keinen Pinsel gehabt. Da habe ich einfach die ganze Zeit nur so gemacht. Und wenn ich jetzt hier reingucke, dann sehe ich auch schon, dass die Kanten schon ein bisschen heller werden. Leider ist das jetzt hier auf der Kamera nicht wirklich sichtbar. Ich versuche das mal im Kreis zu drehen und gucken, ob das dann auf der Kamera sichtbar ist. So, ich hole das hier gerade mal raus. Wie ihr sehen könnt, da in der Mitte, da tut sich jetzt schon was. Da kann man schon durchgucken. Und wenn ich das jetzt hier so bearbeite, dann wird das wahrscheinlich auch für den Rest von sehr schnell gehen. Ich könnte das jetzt auch einfach drin liegen lassen und ich denke mal in 10 bis 15 Minuten das ist dann auch wirklich fertig. Aber wenn man das bearbeitet, dann geht es einfach schneller. Und das ist natürlich von Vorteil, wenn man ungeduldig ist, so wie ich. Wie ihr seht, da sieht man sehr schnell einen Fortschritt. Aber braucht natürlich eine gewisse Zeit. Das ist jetzt quasi bloß noch die allerletzte dünne Schicht, die man damit wegbearbeitet. Das Kupfer ist natürlich relativ dick im Vergleich zu dem, wie stark die Ätzlösung ist. Das heißt, bis man erstmal an dem Punkt hier ankommt, dauert dann doch ziemlich lange. Aber wenn man dann mal an dem Punkt ist, wo dann wirklich nur eine ganz minimale Schicht da ist, dann kann man das wunderbar auf die Art und Weise voll hinbekommen. Oder aber auch, man lässt es einfach hier drin liegen und zum Beispiel auf eine Seite hier so. Ich mache das mal auf die andere Seite, dann seht ihr das. Und dann immer so machen und jedes Mal, wenn praktisch die Erzlösung hier drüber kommt, dann nimmt die ein bisschen Kupfer mit weg. Kann man dann auch schon fast zugucken, wie es sich langsam auflöst. Ich hoffe, ihr seht das in der Kamera ein bisschen. Ihr könnt jetzt schauen, oben links in der Ecke. Die Ecke wird es mit jedem Mal weniger. Und gleich ist sie ganz weg. Wenn ich da jetzt hier drüber gehen würde mit dem Finger, dann wäre sie vorhin komplett weg. Ich hole das nochmal raus. Wie ihr seht, jetzt ist es komplett weg. Das war wirklich nur noch minimal. Wir haben jetzt hier unten noch ein bisschen was. Aber auch das kriegt man hier so schon weg im Grunde. Normalerweise mache ich das nicht, dass ich hier mit den Händen reingehe, mit den Handschuhen und hier so arbeite, weil es dann doch ein bisschen Gefahr ist, dass man hier Spritz und Sauerei macht. Aber nachdem jetzt hier der Pinsel sich irgendwie nicht mit dem Zeug vertragen hat, letztes Mal habe ich einen anderen Pinsel verwendet, aber den habe ich jetzt gerade nicht gefunden, habe ich das mal so machen müssen. Jetzt schauen wir hier mal, wie das Ganze denn hier so aussieht. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist jetzt tatsächlich das ganze Kupfer unten. Letztes Mal hatte ich aber das Problem, dass ich noch so eine ganz minimale Kupferschicht übersehen habe und deswegen lege ich das jetzt hier einfach nochmal rein für ein, zwei Minuten. Ich glaube nicht, dass sich das in der Zeit schon durch den Lack frisst. Immer hier Küchenrolle oder sowas muss man da haben, weil sonst machen wir überall Riesensauerei. Und jetzt mache ich das einfach nochmal so ein bisschen für einen kurzen Moment. So, ich hole das mal raus und schauen wir mal, wie es aussieht. Denk mal, das ist fertig. Es hat hier sogar das Datum ein bisschen weggewaschen und hier die Punkte ein bisschen weggewaschen. Also haben wir es doch vielleicht ein bisschen lange drin gelassen. Vielleicht ist auch der Edding nicht mehr so ideal und schon ein bisschen alt. Die Platine, die schmeiße ich jetzt einfach hier rein zum Saubermachen, direkt mit meinen Händen. Und ihr seht, was dann hier rauskommt. Schaut wunderbar aus.
Es ist aber tatsächlich passiert, was ich am Anfang gedacht habe. Wie ihr sehen könnt, ist hier noch ein ganz klein bisschen Kupferrest oder sowas dazwischen. Scheint nur so ein bisschen rot durch. Keine Ahnung, ob das auf der Kamera sichtbar ist. Vielleicht ist aber auch irgendwie hinten drauf auf der Platine. Ich mache mir da jetzt keinen großen Kopf drum. Das geht so schon. Ich mache jetzt erstmal den Deckel hier zu und räume das beiseite. Was ich aber auf jeden Fall sagen will, ist, dass es nicht die schönste Platine geworden, wie man sieht. Ich halte es mal ganz dicht in die Kamera, da sieht man schon, dass ein bisschen die Linien angefressen sind. Also ich habe damit ja schon halb so dicke Linien gemacht, eben für den Modellbau mit der Methode. Und das hat wunderbar funktioniert. Also ich denke mal, dass ich jetzt diesmal tatsächlich ein bisschen zu kalt war mit der Herdplatte und vor allem zu wenig Druck und zu kurz Druck ausgeübt habe. So, das Ganze ist noch unter fließendem Wasser abspülen, dass auch wirklich kein Mittel mehr dran ist an der Platine. Und dann können wir den Ton runter machen mit Verdünnung oder sowas und bohren. So, wie ihr seht, Platine ist sauber gemacht. Ist nicht die allerschönste geworden, das hier ist ziemlich weggegangen. Aber jetzt geht es ans Löcherbohren und das mache ich hier mit so einem kleinen 1mm Bohrer. Meinen guten 1mm Bohrer habe ich leider vor ein paar Tagen kaputt gemacht. Jetzt habe ich nur noch hier die billigen. Da gab es 10 Stück für 1 Euro oder so. Die bohren entsprechend schlechter, also braucht man mehr Geduld. Geht aber trotzdem. Da geht der Bohrer. So schnell geht das. Falls ihr euch fragt, warum ich den Staub hier nicht wegpuste, der Staub ist ziemlich ungesund. Deswegen lasse ich den da, wo er ist und puste den nicht durch die Gegend und sauge ihn später mit dem Staubsauger auf. Und jetzt brauche ich erstmal einen neuen Bohrer. So, hier ist ja der nächste Bohrer zum Glück. Waren hier 10 Stück in der Packung. Jetzt mache ich den noch weiter rein. Je weiter man den Bohrer reinmacht, desto geringer die Chance, dass er erstmal abbricht. Soweit zum Beispiel. Auch vorhin zum Thema... Oh, was ist da? Ach so, da bin ich gelandet beim Abreißen. Na gut. Vorhin habe ich noch gesagt, man muss aufpassen, dass man es richtig rum ausgedruckt, ob gespiegelt oder nicht. Eigentlich sollte der Arduino hier auf die Hinterseite so drauf. Und was habe ich natürlich gemacht? Ich habe es nicht gespiegelt oder gespiegelt, ich weiß nicht mehr. Ich habe jedenfalls die falsche Version verwendet. Was im Endeffekt hat, dass der Arduino jetzt entweder so rum drauf müsste oder eben hier hinten so rum. Von der Seite drauf löten, das wird ein ziemliches Chaos, weil dann müsste man praktisch die Dinge hier so drauf löten und da kommt man nicht wirklich dran, also man muss die schon von unten durchstecken. Das heißt, ich werde den Arduino jetzt hier so unten dran löten. Das ist natürlich auch kein Weltuntergang, geht in dem Fall jetzt, aber ja. Immer alles zwei oder dreimal durchdenken, ansonsten hat man nachher einen Denkfehler drin. Naja, weiter geht's. So, nur noch ein paar Löcher. So, haben wir noch ein schönes 4 mm Loch für die Schrauben. Eigentlich waren die für 3 mm vorgesehen, aber das macht jetzt auch nichts. Sehr schön. Und wie gesagt, jetzt komme ich mit dem Staubsauger und saug das weg. Jetzt hoffe ich mal, dass ich kein Loch übersehen habe. Jo, sieht so aus. Die Löcher passen nicht so ganz hundertprozentig immer. Das liegt einfach an dem stumpfen Bohrer. Mit dem teureren Bohrer ging das deutlich besser. Aber gut, kann man nichts machen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, hier, was das ist. Das ist nur Dreck. Ich gehe jetzt hier nochmal mit Fleischpapier ein bisschen drüber auf beiden Seiten, um die Kanten abzumachen und dann geht's ans Löten. So. Wie jetzt nimmt es überhaupt auf? Ich denke mal schon, oder? Na gut, da sind wir wieder. Platine, Arduino und so weiter. Ich denke mal, ich fange mal an mit diesen mittleren Dingern. Ne, ich fange mal an, das Ding hier ein bisschen zu bearbeiten. Das habe ich nicht vergessen. Hier die groben Kanten ein bisschen wegzumachen. So. Genau. Ich fange einfach mal damit an, die Dinge hier rein zu quetschen. Boah, habe ich da krumm gebohrt. Das ist natürlich Mist. Hier, da ist so ein Loch ganz außen vor. Ich glaube, da komme ich nicht drum, das irgendwie ein bisschen anzubiegen. Wie viel Loch ist es denn? Das dritte. Also normalerweise klappt das mit dem Bohren echt wunderbar. Aber diesmal war irgendwie nicht so ideal.
Und dann habe ich jetzt ja gesagt, ich muss den Arduino verkehrt rum montieren, weil ich das irgendwie verbockt habe. Aber wenn ich den so rum montiere, dann passt das. Wenn er den wollte. Na, also geht doch. Sehr schön. Das löten wir jetzt erstmal fest hier.